Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich habe mich hier gerade noch ein bisschen in unserem Café ausgetobt und wir machen jetzt direkt mit der Story wieder weiter. Muss auch gestehen oder beichten, oder was heißt, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, ich habe gestreamt und ich habe ja gesagt, ich möchte in der Story nicht streamen, sondern möchte die ausschließlich über die Let's Plays euch zur Verfügung stellen und habe es dann so gemacht, dass ich einfach gesynkt habe in der Story. Das heißt, wenn ihr euch hier mal anschaut, ich habe es wirklich, wenn ich das richtig sehe, alle Sync-Punkte. Ich habe zwar komischerweise die Trophäe nicht bekommen, das heißt, im schlimmsten Fall habe ich irgendwo noch einen übersehen, aber der Großteil der Stadt, wie ihr seht, steht mir jetzt momentan hier zur Verfügung, sodass ich dann auch viele Schnellreisen durchführen kann, was ja sowohl für euch als auch für mich sehr, sehr praktisch ist. Aber wir schauen jetzt gleich mal, was uns in 30 Metern bei der nächsten Mission erwarten wird. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstungsstücke. Schauen wir doch gleich mal, ob wir noch irgendwas, sage ich mal, in der Charakteranpassung anpassen können. Name ist hier in dem Fall Programm. Ja, mit jeder, sage ich mal, Sequenz, die ich freischalte, habe ich eben mehr Möglichkeiten freizuschalten. Ich habe die Schlossknacker, sage ich mal, auf Level 2 ja gebracht. Das war bei Schleichen, glaube ich, mit drin. Genau hier habe ich mir den Level 2 gegönnt. Das war nach Sequenz 5 möglich. Und ja, ich könnte es natürlich, sage ich, hier und da was noch investieren. Vielleicht in Ausrüstung oder gleich. Wir können ja kurz schauen, ob ich noch irgendwas hier mir auf die Schnelle gönnen könnte. Vielleicht eine neue Einhandwaffe. Hacken kann ich sie nicht. Front hätte ich sogar genug, 1000 Stück. Ich bin fast bei 10.000, dadurch, dass ich die über die App momentan wirklich, sage ich mal, gut Missionen mache. Bekommt man hier auch mit der Zeit Truhen. Truhen habe ich auch ein paar gesammelt im Stream. Ja, wenn ich jetzt halt gleich so eine teure 5000 kaufe, dann blase ich gleich alles an Kohle wieder raus. Ich denke, ich kann mich so für so ein Zwischending. Ich denke, so ein Tausender Säbel können wir uns gönnen. 5000 ist mir zu viel. Schauen wir mal. Den oder den gönnen wir uns. Schenken die sich irgendwo? Ich glaube, nur in der Optik. Und ich bin eher der Grazile. Das heißt, wir wählen jetzt mal die hier. Die hier gönnen wir uns. Das Florett. Und haben das dann auch gleich ausgerüstet. Schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Ja, lang brauchen wir eigentlich nichts. Das heißt, an Waffen passt das höchstens, an Pistolen. Aber da ist unsere eigentlich so halt, wir können die aber verbessern, würde ich sagen. Das ist auch in dem Fall wir, die dritte Währung. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, obwohl, schaut mal, die hier verbessert uns schon auch beachtlich. Oder wir sparen halt gleich auf eine ganz teure. Das ist immer das Gleiche. Mit dem, ich glaube, komm, wir nehmen hier auch die Tausender. 1000 Franc. Auch in einen neuen Bündel-Revolver investiert. Und dann schauen wir mal noch, was wir, sag ich mal, an Rüstung uns vielleicht etwas verbessern können. Die hier können wir ausrüsten. Haben wir noch gar nicht ausgewählt. Da ist viel Geld zu investieren. Ich weiß nicht, ist ja klar, für einen Schutz bietet es sich ja an, aber das ist es mir momentan nicht wert. Schauen wir mal noch bei der Brust, was wir hier machen können. Sind wir auch gleich wieder bei 1000 Franc. Hier 900 Franc für die Gesundheit besser. 5000 ist auch wieder ein bisschen viel. Aber komm, sollen wir uns die gönnen? Die macht viel Gesundheit und die macht Schleichen mehr. Und wir wollen noch Gesundheit. Dann nehmen wir noch die hier für 1090, die gepanzerte. 6500 haben wir noch. Das müssen wir natürlich im Auge behalten, nicht, dass wir uns hier am Ende verzocken. Was haben wir bei den Unterarmen? Die haben wir noch gar nicht ausgerüstet, obwohl es uns schon ein bisschen verbessert. Habe ich über Uplay mir irgendwie frei geschaltet, aber die hier, ja, was haben wir hier so? Ja, ich sag Unterarme, da will ich jetzt nicht so viel Kohle rausblasen. 250 Franc ist auch gleich wieder bei 1250. Ja, ich würde sagen, da behalten wir einfach mal die aktuelle. Schauen wir noch, was die Taille zu bieten hat, was wir hier ausrüsten können. Taille ist auch immer so eine Sache, Schleichen. Nee, das lassen wir auch mal. Vielleicht bei den Beinen noch. Never skip leg day. Dass wir unsere geliebten Beine vielleicht noch ein bisschen schützen können. Ein Beinschutz für 1000. Also ich gehe hauptsächlich auf Gesundheit, sag ich mal. Was mir wichtig ist. Und hier können wir ja fast schon alles freischalten. Also haben wir schon viele Schlösser entfernt. Aber ich sag mal, mehr als 1000 möchte ich es für die Beine auch nicht ausgeben. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch was haben, was die Gesundheit auch merklich verbessert. 4900. Ein bisschen viel. Die hier ging auf die Beine, auf die Gesundheit. Die hier für 1090 gönnen wir uns noch. So, haben wir die auch. Und Monturen, Gesamtmonturen. Ja, ich denke, da geht es dann mehr um die Optik. Das drunter bleibt gleich. Da habe ich auch ein paar jetzt freigeschaltet.
Aber ich finde die klassische eigentlich ganz cool. Das heißt, die behalten wir soweit an und jetzt sind wir doch, finde ich, ganz gut neu aufgestellt. Haben jetzt oben auch gleich drei Bewertungspunkte bekommen und können uns dann jetzt in der Jakobiner Club wagen. Schauen wir uns, was uns hier erwartet wird mit optimiertem Arnaud in bessere Rüstung und mit besserer Ausstattung, mit neuem nee, Lazarett war es nicht. Wie hieß es denn? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf alle Fälle mit neuem Säbel. Nennen wir es Säbel. 31. März 1791. Alles leicht neblig. Und jetzt eine kleine Ladesequenz nach dem Kameraschwenk. Sehr, sehr nice. So hält man die Spannung auf. Recht gut gemacht, Ubisoft. Aber ja, man gewöhnt sich an die Ladesequenzen, muss ich sagen. Man verkraftet sie. Ich kann mit leben. Und ich probiere sie auch nicht mehr allzu sehr in den Mittelpunkt zu rücken. Sonst entsteht am Ende noch der Eindruck, dass sie mich nerven sollten. Schauen wir mal, was uns erwarten wird. Das müsste, ja, ich glaube, wir starten jetzt durch in Sequenz 6. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Genug! Lafayette! Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter! Nur heiße Luft und keine Taten! Doch dieser Mann bringt Frohkunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Die Nadel. Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Bist du Lafreniere. sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, nur finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Was hast du dir dabei ihr gedacht? Widersetzt euch dem Credo. Den Rat nochmal umgehen. Ihr neues Arschloch! Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Okay. Und ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Aber was mir hier positiv aufgefallen ist, war die oder ist unsere sehr, sehr neue Rüstung, die dann doch schon angepasst wurde. Jetzt schauen wir noch kurz beim Händler, ob insoweit, sage ich mal, alles voll ist, ob wir für die Mission alles auffüllen für 600 Francs. Komm, das gönnen wir uns auch noch. Jetzt haben wir unsere Kohle gut rausgeblasen, was ich aus den Truhen und dergleichen gesammelt habe. Ich frage mich auch, wie man dann im späteren Spiel, sage ich mal, die ganz teuren Sachen kaufen kann. Da waren ja teilweise Sachen für 125.000 Francs. Aber wer weiß, vielleicht die drei, Stufe 3 Truhen, dass die dann vielleicht gleich mal 10.000 Francs oder so ausspucken. Aber jetzt müssen wir erst mal schauen, was uns erwartet. Hier auf alle Fälle schon. Psst, hier. Noch bevor die Ladesequenz beendet war. Und ich bin auch gespannt, inwieweit dann die Rüstung sich schlagen wird, inwieweit sich unser Säbel schlagen wird. La Da müssen wir mal schauen. So, zum Hotel de Beauvais gehen. Dann schauen wir gleich mal, was uns da erwartet. Ob sich da eine Schnellreise Hey,
anbietet oder ob wir da leichter so hinlaufen. Ich denke mal, da können wir leichter so hin. Weil hier ist nochmal eine Schnellreise. Ne, wäre auch gar kein Schnellreisepunkt in der Nähe. Das heißt, da laufen bzw. sprinten wir leichter. Und werden auch unsere neue Rüstung oder unser neues... Ne, ins Wasser müssen wir wahrscheinlich gar nicht. Das wollte ich sagen, schon einweichen oder einweihen. Aber wir kommen hier wieder galant über die Boote. Den Weg haben wir ja doch schon, sag ich mal, das ein oder andere Mal gewählt. Und sind jetzt wieder in Marais. Ja, Französisch. An und für sich sicher eine schöne Sprache. Ich habe es zwar in der Schule nicht gerne gemocht. Aber gerade was die Aussprache angeht, ist es das eine oder andere vielleicht doch noch hängen geblieben. Und ja, ich würde sagen, wie wir es immer machen, wir gehen gleich wieder auf die Dächer. Und was ihr ja auch schon sehr, sehr nice seht, was mir jetzt aus ins Auge fällt, sind die deutlich, die mehr an Gesundheitsbalken, was wir links oben haben. Neben der stärkeren Rautenbewertung, wo wir jetzt von 2 auf 3 gesprungen sind. Das heißt, unsere Upgrades machen sich da auf alle Fälle schon mal bemerkbar. Und das ist dann sicher auch ja, in den Missionen hilfreich, wenn wir dann wieder einstecken müssen. Oder gerade, denke ich, wo es sehr, sehr praktisch ist, wenn wir beschossen werden. Wo es ja hier und da doch mal recht knapp wurde. So, und jetzt sind wir dann gleich da. Und ich glaube, wir müssen sogar aufs Dach rauf. Ja, die Missionen starten meistens von oben. Das heißt, über dem Dach, wie eben ein echter Assassine. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung! Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? So, und wir müssen weiter zum Hotel. Bleiben wir zum besten Mal auf den Dächern. Und wir sehen gleich hier Attentat aus einem Versteck und mit Berserkerpfeil vergiftet. Eine Glocke haben wir auch hier. Das heißt, wow, da wurde gleich schon wieder geschossen. Aber das ist hier außen. Das soll uns nur recht sein. Und wir gehen hier gleich mal nach oben. Und schalten am besten diese erste Wache hier aus. Oh ne, das sind mehrere. Kurzes Adlerauge angeschmissen. Schauen wir mal, bis der eine sich hier umdreht. Ah, da haben wir... Oh, das sind 3. So, dann schalten wir die 2 aus, würde ich sagen. Von hinten. Wir haben jetzt den Doppelattentat, was wir anwenden können. Und hier haben wir jetzt noch einen Boy. Ja, Entdeckung wollten wir hier nicht. Und auch der hat jetzt eine 3-Sterne-Bewertung. Das heißt, ähnlich wie wir. Und der ging ratzfatz. Schauen wir gleich mal, was der so einstecken hat. Zwischenrein gleich von der Medizin, falls wir eine finden, nicht, dass wir sie nicht aufnehmen können. Und die ersten 3 wären damit schon mal ausgeschaltet. Attentat aus dem Versteck und Berserkerfall. Mal schauen, ob wir die Zusatzziele schaffen. Wie gesagt, ich hatte da keine riesen Motivation zu. Latouche müssen wir finden. Dann hier, ja, ich denke, müssen wir auf alle Fälle ins Haus rein. Schauen wir mal, wo wir da runterkommen. Auf den Balkon kommen wir sicher ganz gut. Glocken könnte man natürlich ausschalten, ne? Aber jetzt schauen wir hier nochmal kurz, wo wir Boys haben. Ich glaube, hier oben haben wir nichts mehr. Das heißt, da können wir dann auch entspannt nach drüben klettern und hier dann dementsprechend rein. Wow. So, jetzt hoffe ich mal, dass die sich hier nicht zu uns bewegen. Doch, der erste kommt. Und wir machen gleich den nächsten, ne? Und mit dem dritten dürfen wir dann kämpfen. Gleich mal wieder eine Medizin. Den haben wir geblockt. Okay, das sieht gleich immer ein bisschen verplant. Das ist mir aber schon ein paar Mal passiert, dass wenn man, sage ich mal so, zwischen 2 Räumen mehr oder weniger ist, dass es dann mit dem Ton hier und da mal ein Problem gibt. Aber jetzt insoweit waren wir, glaube ich, erfolgreich. Ja, und jetzt haben wir hier die erste Etage mehr oder weniger geklärt und müssen Latouche finden. Hier hinten haben wir auf alle Fälle eine weitere Wache. Und vielleicht nehmen wir hier, würde ich
Vergiftete Schützen, okay, das ist kein Schütze, das heißt, der wird dann insoweit uns auch nichts bringen. Jetzt schleiche ich mich mal direkt nach hinten. Und hier haben wir auch eine Truhe, die wir dann nachher noch mitnehmen können. Ja, so mein Freund. Und adios, muchachos. Ich würde sagen, wenn die Truhe hier schon ist, dann schauen wir doch, ob wir sie schon knacken können. Ob die unserem Schwierigkeitsgrad entspricht. Nein, die ist zu schwer. Da brauchen wir Stufe 3. Da werden wir dann vielleicht irgendwann anders vorbeischauen. Schauen wir mal, was der hier noch so fallen lässt oder ob der irgendwas Feines dabei hat. Neben ein paar wenigen Francs. Hier haben wir eine Tür, die können wir wahrscheinlich knacken. Außer die ist auch 3. Die hat 2, die kriegt man geknackt. Sofern ich nicht zu früh oder zu spät drücke. Ich probiere es nochmal von oben. Das erste hat gepasst. Und das zweite passt hoffentlich auch. Nein. Und so kann man natürlich Dietriche verblasen. Die brechen dann, denke ich, ab. Und mein Lieberschieber ist schon der nächste. Ne? So, das hat gesessen. Perfekt. Und jetzt kommen wir hiermit auch durch. Und haben uns einen weiteren Durchgang geschaffen. Ja, und wie es ausschaut, müssen wir hier doch noch die ein oder andere Etage, sage ich mal, erkunden. Also hier ist schon mal nichts. Dann gehen wir mal durch die geknackte Tür. Was wir hier haben. Okay, das ist dann nur so ein Zwischengang. Dann hätten wir den Bereich auf alle Fälle schon mal leer geräumt. Und es scheint mir fast so, ja doch, hier kommen wir lang. Dass wir hier nach unten müssen. Oh. Caligula verdammte zum Tode, wenn er. Und da haben wir ihn. Okay. Als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische. Ich denke, wir müssen hier. Wer hätte über da zu glauben gewagt? Okay, jetzt davon ich zweimal kämpfen. Gegen zwei so Boys, da sind wir schnell reingestürmt. So, dann schalten wir den noch geschwind aus. Und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Sie sind schön berechenbar. Wenn er wüsste. Kommt, wir holen den Kapitän und beginnen. So, jetzt schauen wir, wo er lang will. Oder ob er lang will. Oder ob es hoffentlich nicht die eine springende Dame ihn vom Gehen abhält. Weil ich denke, wenn wir jetzt hier runtergehen, dann passiert nichts. Jetzt hoffe ich nur, dass es hier vielleicht mal kein Bug ist. Oder dass wir dann vielleicht doch nach unten müssen. Mal schauen. Okay, hier geht eine Leiter runter. Oder wir müssen raus. Lass uns mal nochmal das Radlauge anschmeißen. So. Wir wären bereit. Wie wär's mit dir? Aber es scheint so, als wenn er es nicht so recht will. Ist jetzt hier drin, bewegt sich auch nicht. Oder wir müssen wirklich irgendwie näher an ihn ran. Also hier außen sind wir auf alle Fälle schon mal fehl am Platz. Jetzt gehen wir mal kurz nochmal nach oben. Das ist natürlich entdeckt worden. Schauen wir lieber mal schnell, dass wir wieder reinkommen. Ah, das hat geklappt. So, was ist los, mein Freund? Wie wäre es, wenn du dich ein bisschen bewegst? Aber die sind jetzt draußen, das heißt, die werden uns hier drin nicht gefährlich. Jetzt gehen wir hier mal nach unten und schauen, ob wir dann, ja, ich sag mal, weiterkommen. Ob er sich jetzt bewegt. So.
Und er scheint sich dann jetzt in Bewegung zu setzen. Ich glaube hier nach oben. Na also. Dann haben wir diesen... ja, ich weiß nicht, ob es Bug war oder was auch immer. Haben wir geknackt. Und hier haben wir es jetzt mit einem richtig harten Boy zu tun. Ihr seht hier volle Bewertung und er hält auch richtig was aus. Weicht hier auch aus. Und wir müssen gleich mal einen Trank einschmeißen. Eieiei. So, mein Freund. So, schauen wir mal, was der droppen lässt. Mein lieber Schieber, das war mit Abstand der schwerste Kampf bis jetzt. Ihr habt das Wiesel gehört. Schauen wir mal, wo er ist. Ich denke mal wieder eins höher. Ja, da ist er. Schauen wir mal, dass wir hier nicht entdeckt werden. Da oben sind auf alle Fälle Wachen. Warf die ihn wirklich aus dem Fenster? So, das hätte er uns fast entdeckt. Gute Lafreniere. Abfall gehört in die Gosse. So. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. So, schauen wir mal, wo er jetzt hin will. Wir folgen ihm auf alle Fälle auf Schritt und Tritt. Einen Ort finden, um das Treffen zu belauschen. So, so. Wo ist er jetzt lang? Hier wahrscheinlich. Ah, okay, hier geht's nach unten. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roi de Thun bereits. Sivert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serres macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Seinem Treffen mit Monsieur Lafreniere. Leider kann Monsieur Lafreniere ihr nichts mehr sagen. Elise! Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. So. Euer Glück kann nicht ewig werden. Aus dem Gebiet fliehen. Dann interagieren wir gleich mal und knacken das Schloss und dann kommen wir hoffentlich gleich nach draußen. So, auf Anhieb. Hervorragend. Ich verdreifache die Wachen. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch. Komm schon, wir sperren hier unten zu und gehen was trinken. Und Nummer 3, das ging auch ratzfatz. Und hier geht's nicht raus. Da sind wir gerade durch, da müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Oder auch nicht. Da müssen wir weiter. Das heißt, und hier geht's wieder nach oben. Der Spion ist noch hier! Fangt ihn! Kein Spion entkommt, wenn ich Dienst hab. Cool, dann gehen wir hier gleich mal nach oben. Okay, das sind alles nur Einser, das heißt, die sollten wir easy ausschalten. Und hier haben wir noch einen Dreier, den schalten wir auch noch aus.
verfluchten Gemäßigten. So, mein Freund, das steckst du auch noch ein. Wir wollen doch hier lieb nach draußen. Ich würde sagen, ja, wir gehen ganz nach oben. Und dann hier irgendwie über die Dächer raus. Hier haben wir auch noch zwei Boys. Kommt her und ich mache euch kalt. Der nächste auch noch. Oder den machen wir doch, würde ich sagen, schön mit der Feuerwaffe kalt. Oder wir nehmen unsere Phantomklinge. Das war ein Bilderbuch-Headshot, würde ich sagen. Und hier kommen wir es nach außen. Und dann gehen wir auf die Dächer und würde sagen, von da verlassen wir dann das Gebiet. Schmeißen mal kurz noch eine Medizin ein. Und dann sagen wir Adios, Muchachos. So, da haben wir auf alle Fälle interessante Infos bekommen. Okay, Medizin haben wir schon alles verballert. Aber gut, hier kommen wir es gut raus. Und damit sollte die Mission dann auch beendet sein. Bewertung, ja, war solide. Gebt mal 3 Sterne. Und ich würde sagen, das war's für das heutige Let's Play. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.